für meinen Vater. Arschloch. Dann ist etwas geschehen. Haben Sie mitbekommen, ob mein Cousin inzwischen zurück ist? Tut mir leid, ich habe Ihren Cousin nicht gesehen. Nicht? Das heißt, er ist nicht hier. Ich habe lediglich mitbekommen, dass sich der Personenschutz des Grafen bereits zurückgezogen hat. Was? Danke. Ansgar! Ansgar, hör auf damit! Hör auf! Lass sie los! Zufall! Auf Wiedersehen, Ansgar. Dieses Dreckstück. Ihr habt mich geschossen. Wo ist Alexa? Habt ihr sie? Du brauchst jetzt Ruhe. Wo ist sie? Ich hatte sie doch schon fast. Hör auf damit! Sebastian, dieser Vollidiot. Du darfst dich nicht aufregen. Gib mir verdammt nochmal, wo ist sie? Weg. Was heißt denn weg? Wie weg? Richtig? Verdammt nochmal, sie rennt da irgendwo draußen rum. Er hat wahrlich Glück gehabt. Die Weste hat die Kugel abgefangen. Dennoch wird ihm ein paar Tage die Brustschmerzen durch die Wucht, aber das geht vorbei. Du darfst nur nicht aufstehen. Ich weiß, mir geht's gut. Wo ist sie? Sie kann doch nicht weit sein. Ich muss meine Leute informieren. Darum kümmert sich die Polizei. Ja, genauso erfolgreich wie bisher? Es waren deine Leute, die nichts von Alexas Maskerade bemerkt haben. Und du hättest sie fast umgebracht. Ja, und ich hätte es auch getan, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest. Sie läuft immer noch da draußen frei rum. Und deshalb gehörst du hier rein. Also leg dich hin und lass die Polizei ihren Job machen. Ansgar, bitte. Jag ihr nicht weiter nach. Ja, legen Sie sich hin. Und ich schicke Ihnen eine hübsche Schwester, die Ihnen eine neue Infusion legt und Ihnen etwas gegen die Schmerzen gibt. Wenn sie entkommen, bist du dran schuld. Ich bin vor allem daran schuld, dass du nicht zum Mörder geworden bist. Und glaub mir, damit kann ich gut leben. Du wirst sehen, das wird schon wieder. Ich fahr jetzt erstmal nach Hause. Entschuldigung? Ja, bitte. Würden Sie sie bitte noch bis zum Taxi begleiten? Ja, mach ich. Mach's gut. Komm.
tut's nicht. Fällt das eigentlich nur mir auf? Kim ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Was hätte ich denn tun sollen? Mit Ansehen, wie du zum Mörder wirst? Du hättest wenigstens versuchen können, sie aufzuhalten. Was ist passiert, nachdem du mich niedergeschlagen hast? Ansgar! Bewusstsein verloren. Das ist geblutet. Gut, ich hab wohl relativ hart zugeschlagen. Herrgott, ich hab gedacht, du hast sie umgebracht. Na los. Mach schon. Schieß. Gehen uns eure Chancen nicht. Du hattest die Chancen, du hast sie gehen lassen. Und das war die richtige Entscheidung. Schwachkopf. Wie geht es Ihnen? Großartig. Noch mal die Schmerzen? Wie weggeblasen. Was die Gehirnerschütterung angeht, sollten Sie auch in ein, zwei Tagen wieder auf den Beinen sein. Sie haben in der letzten Zeit viel durchmachen müssen. Sie waren großem Druck ausgesetzt, mussten einen schmerzhaften Verlust hinnehmen, waren Zeuge und Opfer eines Gewaltverbrechens. Aber was wird das hier? Als Arzt ist es meine Pflicht, Patienten, die eine traumatisierende Erfahrung durchgemacht haben, auf die Möglichkeit einer Therapie hinzuweisen. Das haben Sie jetzt ja getan. Vielen Dank, gute Nacht. Ja. Ich lasse Ihnen trotzdem eine Liste der Therapeuten hier, mit denen wir zusammenarbeiten. Denken Sie drüber nach. Ich denke, Ansgar wird schon in ein paar Tagen wieder zu Hause sein. Mhm. Gibt es eigentlich inzwischen eine Spur von Alexa? Nein, bis noch nicht. Gott, ich wünschte so sehr, das wäre endlich alles vorbei. Man wird sie doch fassen, oder? Das wird nicht passieren. Alexa hat es geschafft, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen hier einzudringen. Und genauso wird sie es schaffen, sich irgendwo abzusetzen. Dann werden wir sie endlich los. Hoffen wir, dass Ansgar das genauso sieht. Die Küche, da kriegen Sie auch Kaffee. Ja. Ich gehe schon hoch in meine Suite. Danke. Was soll das heißen? Ich dachte, Sie überwachen den Flughafen. Ja, das tun wir auch. Aber nach unseren momentanen Erkenntnissen hat sich Frau Berg mit einem Boot in die Niederlande abgesetzt. Haben Sie nicht eben noch gesagt, dass Sie vermutlich auf dem Weg nach Brasilien sind? Das überprüfen wir noch. Die niederländischen Kollegen haben Hinweise, dass Sie sich in Schiphol in eine Maschine nach Brasilien eingecheckt haben. Jetzt heißt das jetzt, für uns besteht keine Gefahr mehr? Also erstmal müssen wir natürlich noch alle Informationen auswerten. Aber so wie ich die Sache sehe, wird niemand mehr von Ihnen von Frau Berg behelligt werden. Es sei denn, sie kommt zurück. Sie wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Was heißt das konkret? Das bedeutet, sobald sie Brasilien verlässt, wird sie festgenommen werden. An Deutschland ausgeliefert und hier vor ein Gericht gestellt werden.
So dumm wird sie ja wohl nicht sein. Warum ist sie nicht im Krankenhaus? Sie haben sie also tatsächlich entkommen lassen. Ich weiß, dass das schwer für Sie sein muss. So, wissen Sie das. Herr von Lahnstein, hören Sie. Wenn Sie versuchen sollten, selbst was zu unternehmen, um Ihre habhaft zu werden, kann ich Sie nur dringend warnen. Frau Berg ist ausschließlich Sache der Kriminalpolizei. Da sind wir uns hoffentlich einig. Es wird nie vorbei sein.